nicht da rein, aber gut, begrüß mal. Musch, musch, liebe Artgenossen, und herzlich willkommen zurück zu Switch BS, ja, Let's Play. Von also mir BS auch Hallo. Spielt Switch. Vom Bloody. Genau, mit Bloody und so war es. Genau. In Spiel drücken. Beim letzten Mal. Ins Fenster. Ach so. beim letzten Mal hatten wir ja hier aufgehört und es geht gleich weiter. Ja. Ich weiß nicht, wie lange ich dort so lag. Ich vermute, dass ich zwischendurch eingeschlafen bin. Als ich die Augen öffnete, sah ich erstmal nur einen weißen Schleier, der über der Quelle lag. Ich hörte das Wasser am anderen Ende leise plätschern. Vater, bist du das? Kannst du nicht warten, bis die Quelle frei ist? Das Plätschern verstummte kurz. In diesem Moment schien sich der Schleier über die Quelle zu lichten. Oh! Karin! Er spricht sie sogar an und dann erst... Karin verschwand blitzschnell bis zur Nasenspitze im Wasser. Was machst du denn hier? Umdrehen! Wie, du drehst dich um? Du Spanner! Ich bin unschuldig. Mutter hat mir gesagt, dass das Bad frei sei. Und du bist hier, die hier spannen gegangen ist. Ich spürte einen kräftigen Schlag gegen meinen Hinterkopf. Mutter hat dich vor einer halben Stunde ins Bad geschickt. Jeder vor dachte, einer Stunde. Vor einer Stunde ins Bad geschickt. Jeder dachte, dass du schon lange wieder draußen wärst. Ihr Rücken berührte meinen. Wir saßen Rücken an Rücken in der heißen Quelle. Das tut mir leid, ich muss wohl eingeschlafen sein. Oh Mann, was für eine peinliche Situation, dachte ich bei mir. Makotos Gesicht kam in meine Gedanken. Der alte Gräßling hätte sich sicherlich tierisch über so eine Situation gefreut. Ich glaube, der will noch mehr versorgen. Du hast bestimmt gerade perverse Gedanken, Bruder. Was denkst du eigentlich von mir? Ich heiße doch nicht Makoto. Ich hätte echt gedacht, ich hätte eher an Makoto gedacht und sie hätte wahrscheinlich auch reagiert. Ja, stimmt, Makoto hätte wirklich ein leises Kichern von ihr verriet mir, dass die Situation sich wieder ein wenig entschärft hatte. Wenn ich jetzt keine Fehler mache, würde ich sicherlich auch keinen Ärger bekommen und keinen Schlag in die Fresse. Hey, das Ganze tut mir echt leid. Ich werde das nächste Mal besser aufpassen, versprochen. Nein, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe dein Handtuch im Umkleideraum gesehen und mir nichts dabei gedacht. Handtuch? Stimmt ja, ich hatte mein Handtuch da liegen gelassen. Eigentlich wollte ich aus der Quelle raus, jetzt musste ich aber warten, bis Karin gegangen war. Ich konnte ja schlecht nackt vor ihren Augen herumspazieren. Ach, ich konnte schon, aber das macht man ja nicht. In dem Moment hörte ich das Wasser hinter mir plätschern. So dramatisch ist es jetzt ich auch. Ich gehe mich dann wieder anziehen. Ich hörte, wie sie durch das Wasser wartete. Sie hätte ja auch ihr Handtuch ihm geben können. Eben. Zu blöd. In ein paar Minuten konnte ich dann auch raus. Ich schloss noch einmal die Augen und genoss die Wärme und das angenehme Licht, welches die Quelle einhüllte. Moment mal. Ich riss die Augen auf, die ganze Quelle um mich herum glühte in einem bläulichen Licht. Das ist wie in meinem Traum. Der Ort stimmte nicht. Doch das Glühen entsprach genau dem Glühen, welches sonst zu meinem Fenster reinstrahlte, nur nicht ganz so stark. Kalter Schweiß brach auf meiner Stirn aus. Er ist eingeschrien. Karin! Ich wirbelte im Wasser herum und schaute in das verunsicherte Gesicht meiner Schwester. Dann wandelte sich ihr Gesicht in pure Angst und sie fing an zu schreien. Ein durchdringender Schmerz jagte durch meinen Körper und ließ mich rücklings ins Wasser fallen. Mein Vater, durch Karins Schrei alarmiert, stürmte aus dem Haus auf die Quelle zu. Wunsch. Dieses Mal hallte die Stimme gut hörbar über die Quelle. Wunsch. Wunsch, 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 Wunsch. Es war nur einmal. Ich versuchte krampfhaft aus der Quelle zu kommen. Doch ich hatte das Gefühl, dass mich etwas unter Wasser drückte. Ganz ruhig, mein Junge. Beweg dich nicht, sonst tut es nur noch mehr weh. Eine zweite Schmerzenswelle lähmte meine Muskeln. Mein Vater verprügelte mich unter Wasser! Nein, ich denke gerade an was anderes. Achso. An eine kleine Vergewaltigung. Achso. Stimmt, der Satz ist irgendwie so tief. Beschwer dich nicht, das tut's mir noch mehr. Und ich wurde unter Wasser gedrückt. Durch das Wasser sah ich, wie Karin aufschrie und zu mir rennen wollte. Doch mein Vater hielt sie fest. Ich bekam keine Luft mehr. War dies mein Ende? Würde ich vor den Augen meiner Schwester und meines Vaters hier in der Quelle ertrinken? Plötzlich riss Karin sich los und sprang zu mir. Ihre Hand griff in die Quelle und schloss sich um mein Handgelenk. Ich spürte, wie sie versuchte, mich aus der Quelle zu ziehen. Meine Sinne schwanden und es wurde schwarz vor meinen Augen. Das Letzte, was ich wahrnahm, war ein Schrei von meiner Mutter, die gerade aus dem Haus
kam und scheinbar bis gerade eben nichts davon bekommen hatte. Natürlich, die sind alle panisch. Hausarbeit! Die vereinnahmen einen schon, ja. Wir speichern auf verschiedenen Zuständen erstmal. Also wir, pro Kapitel. Ja, genau. Ungewollter Neuanfang. Langsam öffnete ich die Augen. Genau, du liest einfach die Titel und alles vor, dann hast du deine... Ja! Langsam öffnete ich die Augen, mein ganzer Körper schmerzte und ich fühlte mich, als hätte ich 2 Wochen lang nicht geschlafen. Doch der Schmerz war mir willkommen. Er sagte mir, dass ich noch lebte und nicht in der Quelle ertrunken war. Ich hatte wieder geträumt, doch dieses Mal war der Traum anders gewesen. Überall war Tod und Zerstörung zu sehen gewesen. Kinder, welche über den Leichen ihrer Eltern lagen, blutüberströmt. Alleine der Gedanke daran ließ mich frösteln. Jetzt andere Stimme. Oh Mann, ich sollte vielleicht mal einen Psychiater aufsuchen. Ich verstummte, irgendwas gerade hatte nicht gestimmt. Ich versuchte mich aufzurichten, doch konnte keinen Finger rühren. Karin tauchte in meinem Gesichtsfeld auf. Ich selbst war nicht imstande, den Kopf zu drehen. Du bist wach? Sie klang sehr besorgt und hatte tiefe Ringe unter den Augen. Ihre Schuluniform war zerknittert und sah aus, als hätte sie darin geschlafen. Bleib ganz ruhig liegen, ich hole Vater. Nö, ich komm gleich. Das sah aus, als wenn sie jetzt runtergeht, um etwas zu tun. Ne? Ihr Gesicht verschwand wieder. Ja, er liegt ja gerade auf und deswegen... Als könnte ich mich bewegen. Wieder stoppte ich. Irgendwas stimmte mit meiner Stimme nicht. Sie klang ganz anders. Papa, Tomoya ist aufgewacht. Ja, ich bin sofort gleich. Ich hörte Karin im Flur rufen. Dann vernahm ich die Schritte auf der alten, knarrenden Holztreppe und hörte Geflüster, dessen Sinn sich mir aber entzog. Ist wieder alles okay, mein Tier? Kannst du dich bewegen? Mir tut alles weh. Ich fühle mich, als sei jeder Knochen in meinem Körper zerbrochen und neu zusammengesetzt worden. Außerdem... Ich versuchte, meine Hand unter der Decke hervorzubekommen, doch jedoch vergeblich. Kann ich mich nicht bewegen? Es ist, als würde mein Körper meine Befehle ignorieren. Gut, dann ist ja alles gut. Natürlich! Wer weiß halt, wovon er spricht. Ich dachte, dass ich mich verhört hätte. Dass du Probleme mit deinem neuen Körper hast, ist ganz normal. Ja, so war das ja. Ja, deswegen gleich ich an. Mein Vater griff nach mir und richtete mich auf. Ja, aber er weiß ja davon, das hatte ich vergessen. So dass ich nun im Bett saß und ich mal einen besseren Blick auf mein Zimmer hatte. Meine Mutter und Karin standen in der Tür. Beide sahen sehr besorgt aus. Sind wir mal die Mutter endlich? Wieso neuer Körper? Was ist eigentlich passiert? Mein Vater deutete auf meinen Körper. Ich versuchte mit den Augen seinen Blick zu folgen und tatsächlich schaffte ich es, endlich meinen Körper ein wenig zu bewegen. Was ich sah, ließ mich jedoch sofort wieder bereuen. Das Nachthemd hat dir freundlicherweise deine Schwester geliehen. Das konnte doch gar nicht sein. Das widersprach jeglicher Logik. Fassungslos starrte ich an mir herunter. Und aufgegeilt. Das war nicht mein Körper. Das war... Ich kann verstehen. Das ist was von dir klatschen. Wenn du jetzt das sagst, mein Sohn, dann kriegst du eine gelangt. Das ich kann verstehen, schön. Dass du völlig durch den Wind bist. Warum macht er diese Haltung? Meine Tochter. Das ist voll einschüchternd. Ich glaube, der Macher hat einfach nicht so genug Grafiken. Das ist voll die Einschüchterung. So. Wenn du jetzt das sagst, dann... Das sieht aber ja gleich so ein Angriffsmove gleich machen. Oder wenn er gerne schallern will. Na, nee, das sieht nicht aus. Sonst hätte er ja nicht so ausgespreizte Finger. Ja doch, so... Er hat ja ausgespreizt. So richtig schön. Du machst ja normalerweise so einen pfeffern willst. Willst du kannst aber auch so klatschen. Ja, aber da hast du weniger Erfolg. Aber das sieht wirklich bedrohlich aus. Ja, stimmt. Einigen wir uns darauf. Ich träume, es gab keine andere Erklärung. Ich träume, es gab keine andere Erklärung. Dies ist kein Traum, wie du vielleicht jetzt denken magst. Du hast jetzt Brust. Ich wünschte, dass ich dich davon hätte bewahren können. Doch der ein alter Herr war zu seiner Zeit zu feige, um dich jetzt davor bewahren zu können. Feigling. Nein, das konnte nicht sein. Mein Sohn. Meine Tochter, wie auch immer, sei stark und blicke nach vorne, denn dieser Zustand ist für dich nicht von Dauer. Heißt das, er wird wieder normal? Er ist vorhin normal, weil er jetzt anderes Geschlecht hat, ja. Karin hatte wie meine Mutter auch die ganze Zeit zugehört und wandte sich jetzt an meinen Vater. Dieser nickte ernst. In einem Jahr wird dein Bruder wieder ganz normal sein. Ich höre nur ein Jahr.
Bis dahin muss er jedoch das Beste aus seinem neuen Körper machen. Ganz viel Erfahrung sammeln. Mädchen für ein Jahr? Ein Mädchen für ein Jahr? Ich hatte mich in ein Mädchen verwandelt. Nein, das konnte einfach nicht sein. Mein Geist war noch immer der gleiche wie vorher. Aber mein Körper war es eindeutig nicht. Aber... Keine Morgenlatte. Stop! Nee, aber dafür feuchtes Höschen. Stop! Feuchter Schritt. Ich verstummte. Und unten sind der Direktor und Makoto. Sie wollen offiziell die weit entfernten Verwandten von deinen alten ich bei uns begrüßen. Wir Papa, das ist doch gelogen. Dürfen beide nicht weiter warten lassen. Wir dürfen die beiden nicht warten. Du lügst, Papa. Eben war anders noch so, bleib ruhig, genau. Dein Körper ist kaputt, aber sonst kannst du dich halt noch bringen. Genau. So. Sonst können sie Verdacht schöpfen. Deine Mutter und ich. Ich muss den eigentlich so. Der andere ist erfahren, dass du sterben. Und ich werden sie noch ein wenig hinein. Versuch dabei, die Kontrolle über deinen neuen Körper, den Körper zu bekommen. Und komm dann zu uns runter. Ja. Komm. Ich nickte mühsam. Wenn die beiden weg sind, dann kannst du mich immer noch alles fragen, was du wissen willst. Ich sehe aus, als wenn er gerade eine Ki-Attacke gestanden hat. Er hatte recht. So schwer es mir auch fiel, ich konnte an meiner Situation jetzt nichts ändern. Ich musste irgendwie dafür sorgen, dass niemand außerhalb meiner Familie etwas mitbekam. Die Idee, dass ich eine entfernte Verwandte von meinem eigentlichen Ich wäre, war gar nicht mal so schlecht. Ich habe jetzt schon Angst vor Makoto. Die beiden verließen das Zimmer und auch meine Mutter, welche in der Tür gestanden hatte, ging wieder nach unten. Wie wir bisher immer noch nicht gesehen haben. Okay, dann wollen wir mal. Ich starrte auf meine Zehen und versuchte sie zu bewegen. Beweg dich, befehle ich dir. Tatsächlich schaffte ich es, meine Zehen zu bewegen. Eine halbe Stunde später war ich dann so weit, dass ich meinen neuen Körper relativ anständig steuern konnte. Vorsichtig setzte ich einen Fuß auf den Boden und dann den anderen. Der Schrank mit meinen Sachen stand nur 2 Schritte von mir entfernt. Vorsichtig hob ich den linken Fuß, um einen Schritt nach vorne zu machen. Au. Ich fiel um, wie ein Sack Kartoffeln. Was machst du denn? Karin hatte gehört, wie ich umgefallen war und war sofort in mein Zimmer gerannt. Das nenne ich fürsorglich. Ja, ich würde aber auf, wenn sie Buff und ich auch reingeben. Sie wittert ihre Chance. Ja. Wenn ich umgefallen bin. Sie reichte mir ihre Hand und half mir. Also Makoto würde das! So, half mir, mich wieder aufzurichten. Makoto ist kein Arschloch. Danke, wer fühlt hätte. Sich nur manchmal so auf. Danke, wer hätte gedacht, dass ich die 2 Schritte zu meinem Schrank lebensgefährlich sein könnten. Karin begriff sofort, was ich dort wollte und kramte in den Schrank herum. Ich hörte sie murmeln, zu bunt, zu kurz, zu lang, zu schlicht. Oh je, ich ahnte schon etwas. Hey, gib mir einfach ein paar von meinen Sachen. Karin hörte nicht auf mich, sondern stand auf und eilte aus dem Zimmer. Nur um Sekunden später mit einem Kleid und einem Haufen ihrer Unterwäsche wiederzukommen. Oh. Hör mal. Du kannst dir das von mir leihen, aber kauf dir bald eigene Sachen. Sie drückte mir die Unterwäsche und das Kleid in die Hand. Aber musste das unbedingt sein? Was würdest du machen, wenn du Frauenkleidung tragen sollst? Wenn ich eine Frau wäre? Nein, du bist ja ein... Du hast das Denken wie jetzt. Ja, stimmt. Ja, dann also ich hätte auf jeden Fall protestiert. Ich kann ja auch als Frau männliche Kleidung tragen. Mir egal, wie ich gerade aussah. Kann ich nicht einfach meine bequemen Boxershorts und ein T-Shirt und Jeans tragen? Denk doch erst mal nach, bevor du dich sträubst. Der Direktor und Makoto warten unten. Sie erwarten eine weiblich Verwandte von dir. Ja, das heißt nicht, dass ich mich anziehen muss wie eine Prinzessin. Wie würde es wohl aussehen, wenn du in deinen dir inzwischen viel zu großen Klamotten auftreten würdest? Zumal der Schnitt ebenfalls nicht mehr passt. Kämpfe ich um. Tut mir leid, ich kann deinen Widerwillen verstehen. Doch du hast keine andere Wahl. Ich beugte mich meinem Schützer. Mutter wird dir dann die Treppe runterhelfen, wenn du Probleme damit hast. Es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis ich es geschafft hatte, mich aus dem Nachthemd zu quälen. Da hätte sie eigentlich helfen können. Und die Sachen anzuziehen. Neben normaler Unterwäsche und Söckchen hatte mir Karin ein weißes, schlichtes Kleid gebracht. Eigentlich für ein solch kaltes Wetter völlig ungeeignet. Ich schloss daraus, dass ich heute noch nicht zur Schule gehen brauchte. Ein Blick auf meine Uhr zeigte mir, dass es dafür ein klein wenig zu spät war. Wie lange ich wohl geschlafen hatte?
anschließend versuchte ich mich nochmal am Gehen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich den Dreh raus hatte und diesen Körper gut genug kontrollierte, um nicht gleich wieder wie ein Alien auszusehen. Vorsichtig öffnete ich die Tür meines Zimmers und spähte hinaus. Wie erwartet stand meine Mutter an der Treppe ins Erdgeschoss. Sie kam auf mich zu und strich mir verträumt durch das Haar. Eine Geste, die sie sonst nur bei Karin machte. Ich fragte mich, wie sie mit meiner Verwandlung wohl klarkam. Ja, sie findet es geil, du bist ein Mädel jetzt. Da ist sie. Ja, das erste Mal, dass man sieht, wie sie... An deinen Haaren müssen wir noch arbeiten. Noch etwas machen. Sie verschwand im Bad und kam mit einem Haargummi wieder. Schon besser. Sie hatte mir die Haare zu einem Pferdeschwanz gemacht, da sich meine Haare bei der Verwandlung nicht verändert hatten. War dies wohl auch dringend notwendig. Also, hör mir genau zu. Der Direktor und sein neugieriger Neffe halten dich für eine entfernte Großcousine aus Osaka. Ihr beide habt euch schon ein Weilchen Briefe geschrieben und euch spontan zu einem Schüleraustausch verabredet. Du bist vorher auf eine Mädchenschule gegangen, versuche dich daher bitte auch ein wenig so zu benehmen. Stopp. Sagen wir mal, du hast eine Brieffreundin und ihr, die geht auf eine Mädchenschule und du verabredest spontan mit ihr einen Schüleraustausch. Ja. Heißt es, du gehst denn auf eine Mädchenschule? Ja, eigentlich schon, ne? Irgendwie ist da gerade... Fällt mir gerade auf, das ist mir nie aufgefallen, aber das ist doch ein Plattloch. Storyloch. Ja, stimmt. Irgendwie, das geht mal nicht. Das sieht aus... Also, als Männer können wir doch keinen Schüleraustausch mit einer Mädchenschule machen. Ja, das stimmt. Irgendwie funktioniert das nicht. Plattloch! Aber gut. Ich nickte, dann reichte meine Mutter mir ihre Hand und half mir die Treppe herunter. Das war mir zwar ziemlich peinlich, aber schon nach der ersten Stufe war ich dankbar für ihre Hilfe. Also für die Hilfe. Der Direktor, ein stämmiger Mann um die 40 Jahre, hat er noch nie seinen Direktor gesehen? Nein, deswegen okay, erklärt er es. Ja, genau. Ein stämmiger Mann um die 40, ich finde es aber interessant, so dass er den nochmal erklärt, obwohl er ihn eigentlich erkennt. Nee, das ist ja die Erzählerstimme. Das ist ja für die Erzählerstimme, genau. Der Direktor, ein stämmiger Mann um die 40 Jahre mit einem Schnauzer, saß neben Makoto am Esstisch. Ein Topf mit dampfender Suppe stand auf diesem. Mein Vater saß dem Direktor gegenüber. Als der Direktor mich sah, stand er auf und kam ein paar Schritte auf mich zu. Die werte Miss Tomoya. Aber dieses das fand ich eigentlich auch ganz gut. Für so einen Direktor, ich meine, der muss ja nicht alt klingen. Der kann ja auch ist eigentlich auch witzig. Oh, die werte Miss Tomoya. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Herr Nakashima, der Direktor an Ihrer neuen Austauschschule. Jetzt ist es schon keine normale Schule. Er streckte mir die Hand hin. Was machst du? Was würdest du machen? An einer Mädchenschule. Ich meine, mir wurde vorher gesagt, ich soll mich benehmen wie ein Mädchen. Und mir wurde vorher auch eingetrichtert, dass ich darauf achten sollte. Du musst vorstellen, du bist 14. Ja, aber trotzdem. Selbst mir wurde vorher eingetrichtert, dass du schauspielern sollst. Deswegen würde ich schauspielern. Ich würde als 14-, 15-Jähriger wahrscheinlich gar nicht nachdenken. Doch, und die Hand schütteln. Ich würde den Knicks machen. Und er schreckte die Hand hin. Ich würde den Knicks machen. Also würdest du, wenn er da macht... Ja, würde ich Knicks machen. Ich würde ihn gegen die Hand knopfen. Nein, das ist genau richtig. Fast unhöflich. Nein, mir wurde vorher gesagt, ich bin auf einer Mädchenschule und ich soll diese Rolle spielen. Dann würde ich einen Knicks machen. Ja, aber er hält die Hand hin. Also steckst du da die Hand aus. Ja, und mach einen Knicks. Ja, also bist du unhöflich. Ja, dann bin ich unhöflich. Ich mache einen Knicks. Ich soll anständiges Mädchen spielen, spiele ich anständiges Würdest Mädchen. Würdest du wahrscheinlich in echt nicht machen. Doch, würde ich. Ja, doch, würde ich. Wenn mir vorher gesagt würde, ich soll Mädchen spielen, ich soll schauspielern, dass ich Mädchen bin und ich soll auf gutes Benehmen achten. Du bist total durch den Wind. Du weißt gar nicht, aber ich soll auf gutes Benehmen achten, deswegen mache ich das. Auf gar nichts rum. Doch, du kannst nicht mal vernünftig doch, das ist gehen. Das ist eine Dingshandlung. Du stolperst bei einer normalen Aber ich versuche, schon. Ich versuche mich so zu geben am besten. Ja. Bestmöglichst. Weil mir vorher gesagt wurde, dass ich mich so benehmen soll. Vorher wurde ja auch gesagt, dass du ein Mädel bist und trotzdem hast du Frauenkleidung an. Ja. Keine Frauenkleidung. Ich wollte. Ja, natürlich, weil das ist was anderes. Das ist eine natürliche Verteidigungsreaktion eines Mannes. Ja, aber einen Knicks machen. Ein Knicks ist nicht so schlimm. Ein Knicks kann auch Knicks ein Mann machen. Schon schlimmer. Ein Knicks kann auch ein Mann machen. Ja. Er muss sich ja nicht gleich einen blasen, Alter. Eine Verbeugung, ja. Das wäre was anderes. Aber er macht einen Knicks. Du bist vorher auf eine Mädchenschule gegangen. Versuche dich daher bitte auch ein wenig so zu benehmen. Diesem Rat folgend
versuchte ich mich an einem etwas steif wirkenden Knicks. Guck, es geht schon ein bisschen. Und er voll enttäuscht. Angenehm, Sie kennenzulernen, Herr Nakashima. Welch ein reizendes Mädchen. Du hast die Stimme gerade verändert, ja, oder? Bestimmt. Welch ein reizendes Mädchen. Du hast ihn so gesungen. Ja, weil hoho, da steht es. Weihnachtsmann. Er ist der Weihnachtsmann. Ja, hier können wir aber jetzt auch einen Break machen. Break, genau. Also, liebe Leute, frohes Schaffen, frohes Sein. Bis zum nächsten Mal rein. Severius und Bloody. Bye, bye. Auch von mir. Ciao. Ich kann nicht mehr mitsprechen.